Gladbeck, 16. August 1988. Zwei Gangster nehmen Geiseln in dieser Bank. Von Anfang an dabei die Journalisten. Hier ist Hans Meiser, Deutsches Fernsehen. Guten Tag. Kann ich bitte einen der Geiselgangster sprechen? Wer ist da? Wer sind Sie denn bitte? Jawohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Wo wollen Sie denn hinfahren? Will ich nur sagen. Na, nun gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Sprich zu Ende. Die Gangster kaltblütig. Die Bilder schockierend. Viel zu dicht dran, die Reporter. Brutal. Das ist die einzige richtige Beschreibung. Richtig brutal. Es hat sich tief, tief eingebrannt in die deutsche Seele. Die Irrfahrt der Geiselnehmer. Sie begann vor laufenden Kameras. Aus Gladbeck quer durch die Republik. Eine der Stationen, Bremen. Die Gangster kaperten einen Linienbus. Die Polizei griff nicht ein. Journalisten preschten vor. Sie fordern jetzt ein Fahrzeug, und zwar eins, das nicht mit Wanzen ausgestückt ist, sondern ein Fahrzeug, was hier von den Pressekollegen halt zur Verfügung gestellt werden kann. Und dann fordern Sie, dass ein Polizist ohne Waffe, mit Händen auf dem Rücken gefesselt und eine zusätzliche Handschelle für eine weitere Geisel zur Verfügung gestellt werden. Ein Pressefotograf greift ein, wird vom Beobachter zum Akteur und bricht damit eine journalistische Grundregel. Er hat eine Rolle übernommen, die ihm eigentlich nicht zustand, aber die er eigentlich vernünftig, sachlich, ruhig gelöst hat. Und eigentlich hätte sich die Polizei bei ihm bedanken müssen. Jetzt muss ich nur einfach von der Kripo mal eben finden, ist gar nicht so einfach hier. Auch er hat eine umstrittene Rolle gespielt, Günther Ollendorf. Für die Tagesthemen interviewte er Hans-Jürgen Rösner und machte ihn zum Medienstar. Und wir sind jetzt seit über 30 Stunden auf der Flucht und die verfolgen uns da, die Bullen, ne? Und die sind ziemlich fertig, die beiden Bankangestellten. Ich kann Ihnen konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel, das ist brandgefährlich, ne? Und der letzte ist dann diesen, ja. Man hat den Leuten ein Podium gegeben, sich darzustellen. Ob das was verändert hätte, wenn sie diese Möglichkeit nicht gehabt hätten, wage ich zu bezweifeln. Aber ich wäre kein guter Journalist gewesen, wenn ich die Möglichkeit nicht wahrgenommen hätte, dieses Interview zu machen. Er war Ollendorfs Chef, Ulrich Kienzle. Mit der Entscheidung, das Interview zu senden, war er einverstanden. Damals. Wir haben da eine Grenze überschritten. Wir haben einen Fehler gemacht, dass wir das so, wie es gesendet worden ist, gesendet haben. Journalisten drängelten sich um die Opfer. Mehr als 30 Geiseln in einem Bus, eine Top-Story. Menschliche Tragödien auf allen Kanälen. Einige Stunden später an einer Autobahnraststätte bei Bremen. Ein Junge wurde erschossen. Ein Wendepunkt. Die Journalisten blieben trotzdem dran, verfolgten den Bus durch die Nacht. Mit dabei Manfred Protze, DPA-Korrespondent. Auch er witterte die ganz große Story. Ich hatte mich entschieden, selbst zu beobachten und bin deswegen mit einem Taxi auf die Autobahn gefahren. Protze kam dem Bus zu nah, machte die Geiselnehmer nervös. Die fürchteten eine Polizeiattacke, schossen auf das Taxi, mehrfach. Verletzt wurde niemand. Ich war heilfroh, dass dem Taxifahrer nichts geschehen ist. Und ich hatte Albträume bei der Vorstellung, dass ihm etwas hätte geschehen können. Fußgängerzone Köln, der dritte Tag. Hier wurde das Gangsterstück vollends zur Massenunterhaltung. Und wieder, die Journalisten ohne Abstand verhindern ein Eingreifen der Polizei. Interviews mit den Geiselnehmern. Wir waren in einer Notsituation, was sollen wir machen? Ich habe keine Lust, mich von Maschinenpistolen durch Löchern zu lassen. Ne? Das sind wirklich widerliche Bilder. In der Nacht ist ein junger Italiener erschossen worden. Die Situation war eine völlig andere als am Vortag. Eigentlich hätten Journalisten da nichts verloren gehabt. Einer von ihnen tat sich besonders hervor, räumte den Gangstern den Weg frei, geleitete sie aus der Innenstadt. Ich war natürlich da genauso überfordert und aus der Spur gelaufen wie alle anderen Journalisten. Ja, und dann habe ich in einem Bruchteil einer Sekunde entschieden
und gemerkt, dass ich eigentlich dann plötzlich gar nicht mehr Journalist war, sondern ich hatte ja die Situation plötzlich zu verantworten, mit zu verantworten. Und genau das ist das der Grund, warum man das natürlich als Journalist nicht darf. Denn wenn man sich so nah in eine Situation begibt, dann ist man plötzlich Bestandteil der Situation und was dann wird, das obliegt einem nicht mehr zu entscheiden. Kurz darauf übernahm die Polizei das Kommando, stoppte die Gangster. Im Schusswechsel starb eine weitere Geisel. Sofort begann die Diskussion um die Rolle der Medien. Mich hat ein Satz nachdenklich gemacht, gesprochen in der heutigen 13 Uhr Tagesschau von einem der Gangster. Ich will jetzt nur noch durch die Medien sprechen. Ein Satz, der alle Journalisten betroffen machen müsste, auch die abgebrühtesten. Gladbeck hat tatsächlich etwas verändert und hat neue moralische Maßstäbe im Journalismus gesetzt, dass man sich nicht gemein macht mit gemeinen Verbrechern. Ich glaube, es hat gar nichts verändert. Die Diskussion wird mit Sicherheit wieder erneut geführt. Und wenn die gleiche Situation wie vor 20 Jahren auftrete, es würde noch weitaus schlimmer werden, weil die Vielzahl der Medien jetzt natürlich die Konkurrenzsituation noch verschärft. Also es wäre mit Sicherheit nicht besser, als es damals war.